Tasse beschissen hat. Oh, was ist das? Oh, nee, Digga, da hat er recht. Da kann ich echt nur 0 Punkte geben, Mann. Wirklich, da gibt es keinen Punkt für mich. Hallo, Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind bei Kaufland, hier ist wieder die Hölle los, weil ich hasse es, hier einkaufen zu gehen. Ich habe mir gedacht, ich mache für euch wieder einen Produkttest und sage euch so neutrale Meinung, ob es sich lohnt, diese Produkte von Sido zu kaufen. Sido hat Produkte auf den Markt gebracht, ich weiß noch gar nicht genau was. Das werde ich auschecken, werde euch einfach sagen, Daumen hoch, Daumen runter, lohnt sich das nicht. Wir gehen jetzt rein zu Kaufland. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gern einen Daumen oben da. Kommentare, wie immer 50 Euro Gutschein, pinne ich an, knallt mir das voll. Das Video muss viral gehen. Das muss viral gehen, du. Und jetzt gehen wir mal rein, gucken, was Sido uns auf den Tisch knallt. Achmed, das ist so brutal, was hier los ist, ne? Das ist Körperverletzung. Also Achmed hat gerade auch nochmal gesagt, da hat er auch irgendwo recht. Angebotstechnisch haben die schon was hier auf dem Kasten, die haben hier alles. Wahrscheinlich alles abgelaufen. Ja, vielleicht. Alles B-Ware hier. Unangenehm einfach, aber macht nichts. Wir bringen ja alle ihre Produkte rein. Chata, blablabla. Der erste Versuch gescheitert, die wussten nicht, wovon ich rede. Der dachte, das wäre Tiefkühl. Aber dann ist das wohl doch nicht Tiefkühl. Dann müssen wir hinten vielleicht in der Abteilung, wo die Sachen in der Kühlung einfach sind. Ach, normaler Kühlschrank, ja? Ja, ja, ja. Absturz, Leute, wir finden nichts. Das ist auch so wieder das typische Beispiel. 1000 Leute und kein Verkäufer. Da ist er, Mann. Sido's bestes Pulled Pork auch. Pulled Pork, Brisket, Barbecue-Soße. Hast du immer noch nicht gefunden? Schon, Mann. Mal gucken, wie lange du brauchst, Herr. Mal gucken. Timer. Pur Land? Nee. Sido's Beste. Sido's Beste. Wo könnte das sein, mein Lieber? Wo könnte das sein? Mein Lieber, du guckst hier hin und sagst Sido's Beste. Hier ist es. Ja, mein Lieber. Oh, ich sehe noch was. Hui! Oh, ich hab noch was gesehen. Komm, Achmed, wie lange brauchst du noch? Komm, gib alles. Dein Video so, mir interessiert das nicht. Du hättest deine Brille mitnehmen sollen. Ich kann 20 Minuten jetzt durchziehen. Vier Auge. Holla Undercover nennt sich das hier bei uns. Das ist jetzt im Angebot. Das kostet normalerweise 9,50 Euro ein Kilo. Nein! Das ist jetzt im Angebot. Aber Kaufland eigentlich ein guter Laden oder ein schlechter Laden? Halb und halb, würde ich sagen. Ja. Ich bin hier eigentlich jede Woche erstaunt, wenn ich wieder auf die Preise gucke, dass immer 10, 20, 30 Cent mehr drauf sind. Kann man sich das auch leisten heutzutage, seien Sie ehrlich? Nein, leider, leider. Und es liegt nicht an diesem Krieg. Sie sollten zur Kanzlerin gewählt werden, finde ich. Ja. Leute, ganz kurz Einblick so in die Gefühlswelt der Bevölkerung. Gerne eure Meinung in den Kommentaren gefragt. Achmed hat gefunden, ja? Soll ich noch mal sagen? Ja. Ich schwöre, mein Gott, ich habe es vorhin direkt beim ersten Blick schon gesehen. Ja. Weißt du, was ich dachte? Ja. Das sieht so aus wie diese Billighausmarke von Kaufland, dachte ich. Ehrlich, ich wollte da gerade drauf anspringen. Also rein optisch wäre da einiges besser gegangen. Premium Barbecue Rib. Du warst enttäuscht. Optisch ginge besser. Der Sino ist sehr schweinelastig. Sino ist schweinelastig, ne? Transiros. Haben die überhaupt was für dich? Nee, Alter. Was ist hier los hier für den Halal-Brüder, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Hier Pork, Alter, überall. Was ist ein Brisket? Ist das auch Rindfleisch. Echt? Ja. Oh, sorry, Sido. Guter Arbeiter, Sido, guter Arbeiter. Ich habe schon Barbecue-Soßen entdeckt, weil ich bin ja auch Moslem so. Voll oft mit Schweinefett drin, ne? Das hauen sie euch überall rein, Leute. Der Teufel sitzt überall. Ich habe nicht auf die Preise geguckt. Da kriege ich entweder gleich einen Schlag oder nicht. Da muss ich natürlich auch mal auf die Füllmenge gucken, wie ich mich wieder ausdrücke, ja? Sag ihm mal, dass du es gefunden hast. Ganz, ganz schlechter Service. Okay, Kurzzusammenfassung, Leute, alles 40 bis 45 Minuten auf dem Grill oder auch im Ofen. Kurz für euch zur Info, wer auch keinen Bock hat, das im Ofen zu, labe ich Scheiß auf dem Grill. Also wer kein, was labe ich? Also Leute, nochmal, alles 40 bis 45 Minuten auf dem Grill, geht aber auch alles im Ofen. Naja, wir fahren jetzt erstmal zu mir. So Leute, Sidos Produkte, die Bewertung habe ich mir überlegt. Ich blende den Preis ein, ich blende die Inhaltsstoffe ein und ich sage euch, Geschmack von mir, Kaufempfehlung, ja, nein. Inhaltsstoffe sage ich euch so, da ist mir zu viel Müll drin, würde ich nicht kaufen. Meine klare Meinung, Stabilisatoren, Blablub und da muss jeder gucken, wie ist das für ihn. Wir machen noch einen geilen Salat dazu, bei mir frisch aus dem Hochbeet und dann, dann legen wir los. Erstmal für euch, Leute. Ich bin absoluter Grilllappen. Aber halb so wild. Es gibt genügend draußen, die nicht super grillen können. Und wir haben ja eine Packungsbeilage. Ich grill alles genau nach Packungsbeilage. So habe ich wohl trotzdem kurz den Klugscheißer raushängen lassen. Habe ich von Klaus Grill gelernt. Das Gasteil. Klaus sagt immer, das soll man komplett aufdrehen. Weil wenn man dann in Panik gerät, weil irgendeine Scheiße passiert, dann kann man nur in eine Richtung drehen. Oh, in die Richtung geht nicht, da ist auf, kann in die andere nur und zumachen. Also wenn ihr mal Probleme am Grill habt. Kommt nicht zu mir.
komm, wir gehen mal eben raus. Wir holen jetzt frische Kräuter und so. Was holen wir aus dem Garten? Was ich übertrieben fühle, ist mein Hochbeet. Jeden Tag frische Kräuter, bam, snack ich rein. Da holen wir jetzt frische Kräuter, ein bisschen Salat. Und da, ja, nehme ich euch kurz mit. Salat wird maximal geil, von mir persönliche Empfehlung. Zum grünen Salat, weißen Balsamico. Natürlich schönes Olivenöl noch dazu. Jetzt gucken wir mal einmal Zwischenstand beim Grillen. Ich finde, es ist optisch richtig geil. Geruch geil, optisch geil. Das ist erstmal mein erster Eindruck. Ich muss den Scarf noch einmal runterdrehen. Das ist ein guter Arbeiter. Guter Arbeiter. Also Leute, zerrupfen ging. Ich habe mich ein bisschen dumm angestellt einfach. Aber ist schon schön, sag ich mal, wie man sich dieses Pulled Pork vorstellt, zerfällt. Das ist komplett saftig auch. Ganz krass, habt ihr jetzt das vom Grill raufgenommen, aufs Brett hat es erstmal Achmed voll gespritzt. Ich sag euch so mein Feeling, mit dieser Marinade und so, mir kommt es nicht hochwertig vor. Kann absoluter Müll sein, aber ich möchte euch nur meine Gefühle teilen. Und ich hole mir jetzt meinen Stuhl und wir werden snacken. Okay Leute, die Sparrows mussten wir nochmal Viertelstunde vor Schuss mit der Barbecue-Soße. Musste man sie nochmal bestreichen. Ich werde die Barbecue-Soße einmal so testen. Ach du beschissen, Mann. Oh, was ist das? Boah. Nein. Nein, ehrlich, Ahmed. Ich mach keine Faxen, das kann er nicht machen. Das schmeckt einfach nur nach Zucker und Wasser und irgendwas Giftiges und irgendein Liköraroma. Scheiße, ganz ehrlich, Ahmed, gib mir deine Kamera. Ich möchte deine Reaction. Versetz dich genau da, wo ich sitze. Boah, nee, ich hab Angst. Die riecht schon komisch. Egal. Ich kann nicht. Doch. Du musst schon ganz. Boah, nee, Digga, da hat er recht. Also ich würde niemals zu Unrecht hier Faxen machen. Sido ist ein geiler Typ, Mann. Boah, das geht echt gar nicht. Da kann ich echt nur 0 Punkte geben, Mann. Wirklich, da gibt es keinen Punkt für mich. Bei aller Liebe nicht, Mann. Boah, das fühlt sich richtig giftig an, Mann. Ein bisschen wie Spanferkel. Nee, das ist nicht Spanferkel. Doch minimal schon, aber es gibt immer auf dem Markt. Gibt es manchmal so Schweinefleisch am Spieß. Das schneiden die langsam runter und tun das ins Brot. Kein Scheiß, mir dreht sich der Magen ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob es davon ist, weil geschmacklich ist das hier vernünftig. Konsistenz super, gut zu essen. Vielleicht habe ich auch diesen Faktor einfach Billigfleisch im Kopf. Ich würde das niemals so kaufen, sage ich wirklich. Einfach wegen Billigfleischfaktor. Man merkt auch diesen leichten Touch von der Barbecue-Sauce noch oben drauf. Da ist er gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob der dafür gedacht ist, ihn wirklich einfach nur da drauf zu machen. Würde ich 5 von 10 Punkten geben. Das Gesamtfeeling aus der Barbecue-Sauce oben drauf. Sagen wir mal, selbst wenn die weggelassen wäre, das Fleisch ist okay. Konsistenz ist geil. Riecht auch sehr geil. Ist zerfällt. Aber geschmacklich ist es jetzt auch nicht groß herausragend. Wo wir bei Schwein sind, bleiben wir hier auch gleich beim Schwein. Zutaten und Preis bitte einblenden, Marcel. Das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Schöne Würzung. Geile Konsistenz, zerfällt. Rein geschmacklich für mich. 6,7. Ist in Ordnung, kann man machen. Das würde ich als lecker bezeichnen hier. Hast du mal ein Video mit mir gemacht, als ich dich angeschrieben habe, ne? Nein, Quatsch. Egal was passiert wäre, wenn ich ein Video mache, dann ist es ehrlich. Nee. Leichter Rauchcharakter. Das ziehe ich immer mit Billigschinken. Und ist auch tatsächlich so, wenn ihr einen guten Schinken kauft, schmeckt das nicht so. Keine zarte Konsistenz. Vom Biss nicht besonders toll. Es dringt eigentlich nur diese Rauchnote durch. Hier merkt ihr noch eine schöne Würzung. Guck mal hier, Leute. Merkt ihr auch das Fett noch so? Hier würde ich mal
würde, das ist brauchbar so. Lassen wir jetzt mal den Faktor weg, dass ich vielleicht ein bisschen Para schiebe wegen diesem Ekelfleisch. Aber rein geschmacklich ist es hier Durchschnitt. Das hier kann man echt bringen. Das hier ist sogar ganz in Ordnung. Das hier ist aber auch wirklich, da würde ich nicht mehr als 2,5 Punkte geben. Die Barbecue-Soße ist wirklich Müll. Das ist nichts für mich. Das mit den 5 Punkten ist wirklich mit viel Wohlwollen. Und jetzt mal aber kurz nochmal in Salat. Oh, leicht und süß, dieser Knack, dieser Biss. Eine schöne Salz da drauf und die leichte Schärfe durch die Zwiebeln. Schaut mir, süßer Balsamico, weißer auf dem grünen Salat. Ihr werdet mich lieben danach. Absolut, ihr werdet alle für immer an mich denken, wenn ihr einen grünen Salat habt. Also zum Gesamten, für mich ganz klar was Nein. Kannst vergessen, der Rest ist so gerade noch tragbar irgendwo. Aber das in Einheit mit dem, was da drin ist, für mich keine Option. Preislich denke ich, ist es in Ordnung, meinte Ahmed auch. Aber das ist nichts. Also für mich auf jeden Fall Daumen unten. Kein Kaufwert in allen drei Belangen, Kategorie Geschmack aus allen 4 Produkten. Nicht, Preis, okay, wäre vielleicht in Ordnung. Inhaltsstoffe auch, nein. Da muss dann jeder selber gucken, was ihm von diesen Kategorien wichtig ist. Außer Preis, alles durchgefallen. Ich denke, dieses Fleisch holt man nur einmal. Außer vielleicht das Pulled Pork. Das kann man schon gebrauchen. Toll. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt einen Daumen oben da lassen. Ich feiere diese Sachen mal mit Produkttests. Ich will davon eigentlich noch viel mehr machen. Ja, genau, gerne Kommentar, eure Meinung dazu. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.